Oh, guten Morgen, Merle. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Drüben hat eine neue Ranch aufgemacht. Die nehmen uns die Jobs weg. Die klauen unsere Jobs. Ja, die klauen unsere Jobs, Merle. Was Aber machen wir ich denn will jetzt? nicht weiter Tiere Aber wir töten. müssen, Merle. Willst du nicht, dass die Farm überlebt? Ich will aber nicht töten. Ja, aber Großmutter Merle. ist so wütend Aber auf doch nicht, weil wir die mich. bösen Tiere im Wald töten. Die sind in Ordnung. Nur unsere Tiere dürfen wir nicht töten. Aber Waldtiere sind nett. Aber Merle, wir haben darüber gesprochen, die Waldtiere sind nicht deine Freunde. Die arbeiten nämlich auch für die Ranch da unten. Willst du wirklich auch irgendwann die Paella-Pfanne schrubben? Die arbeiten für die Ranch? Ja, für die böse Ranch. Oh, da drüben, Merle. Töten, Merle, töten. Schnell. Oh. Es führt leider kein Weg dran vorbei. Wo ist es da? Psst, psst, psst. Er schießt einfach drauf los. Triffst du ihn? Weil wir haben auch wenig Munition, ne? Wenn die weg ist, dann ist sie weg. Und die kostet echt gut. Wir haben Ja, gut. kein Geld. Großmutter wird uns den Arsch aufreißen. Hier, zack. Da, ist tot. Merle, hol den Wagen. Ich hab hier auch eins. Hast du ein anderes Tier gefunden? Noch Ja, ich geil. habe hier oben auch eins. Oh, da drüben ist so ein Meth-Wohnwagen. Merle, hier gibt's Meth. Können wir den rauben? Ja, den können wir rauben. Weißt du, Merle tut immer so auf unschuldig. Und ich bin Merle. Ich nix böse wollen. Aber eigentlich ist Merle schon irgendwie so. Im Geheimen ist er eigentlich der Böse. Oh nein, ich habe vergessen, wo ich das Tier erschossen habe. Merle! Verdammt, Merle! Wo ist das Fleisch? Verdammt. Hätte ich den blöden Wagen Ich nicht hab geholt. meins oben auf die Straße extra gelegt. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Merle. Ist du überhaupt noch am Server? Ja, klar, natürlich. Ich renne gerade zum Wagen hin. Wo hast du ein Tier? Hast du es gefunden? Nö, find's nicht mehr wieder. Keine Ahnung. Voll desorientiert jetzt. Okay, in welche Richtung? Keine Ahnung. Desorientiert. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt ein paar Mal gedreht. Keine Ahnung. Kannst du ehrlich nicht sagen. Ach, Merle. Hier ist es. Na also, wird doch alles gut. Fleischig rot in Wagen. Ja, genau, Merle. Fleischig rot in Wagen. Hättest du nur zwei Stücke? Ja, oben. Die sind ziemlich weit weg. Dann fahr los. Wenn sie nicht weit weg ist. Ja, ich wollte dich mitnehmen. Ich gehe zu Fuß, falls noch ein Tier kommt. Oben auf der Straße. Ich habe extra das Fleisch auf die Straße gelegt, damit ich es halt wiederfinde. Boah, hier Highspeed. Nur der Host kann halt gescheit lenken. Bäm, ja. Es kann nur der Host. Haben die Leute auch in den Kommentaren geschrieben. Kreis kann nur besser fahren, weil er Host ist. Nee. Da stimmt die Steuerung akkurat. Bei dir ist Baum. Noch ein Tier? Ja. Wo waren die Straße? Jetzt mal im Ernst. Ich hab's extra auf die Straße gelegt. Wie lange braucht Merle denn hier zum Laden? Moment, ich komme dann zu dir, sobald ich mein Fleisch gefunden habe. Es muss irgendwo oben sein. Ja, so ist gut. Irgendwo hier. Man wird aber auch magisch von diesen Bäumen angezogen. Diese Hast du's? Magnetbäume in den Wäldern. Ja, ich hab's. Ich hab's. Alles gut. Weißt du, wo ich bin? Siehst du mich? Nee, ne? Auf der Karte kann ich dich sehen. Ah, okay. So. 3 Brock 50. Ja, hier liegen auch noch Brocken. Boah, wir haben voll wenig Spritokai, ne? Naja. Fahre ich richtig? Ja, ungefähr. Ein bisschen weiter links jetzt. Ja. Warum sind hier so viele Bäume? Können wir nicht alle wegholzen? Ich bin der Meinung, wir sollten diese Irgendwann können Bäume wir das zerstören. tun. Der Wald Du ist musst böse. einfach normal fahren. Das ist ja irgendwie so eine Krankheit. Auch beim Feuerwehrspiel. Und so immer dieses, ich kann nicht lenken. So, wo bist du? Rechts, 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 rechts. Geradeaus, geradeaus, geradeaus jetzt. Bisschen links, ja, ein bisschen links, ja, irgendwo da. Achtung, Steine. Ich sehe dich. Mon, Buble. Wenig Sprit. Eigentlich müssen wir direkt tanken gehen, ne? Der Weil wenn wir Shop jetzt. macht aber jetzt zu. Oh no! Weil wenn wir jetzt stranden, mies. Boah, jetzt passt hier nicht mehr drauf. Alter, was sind das für Riesenbrocken? Hast du ein adipöses Reh erschossen? Ja, anscheinend schon.
Also kann man, die kann man auch drehen, ne? Ja, weiß. Also ganz tight. Hier. Gut, jetzt müssen wir eh, also... Los, hopp! Schnell zum Shop! Shop hat zu. Nein, bis 21 Uhr. Ja, der ist auf der anderen Seite der Kadel. Dann so, zur Tanke, fahren wir zur Tanke. Ja, dann fahren wir erst zum Shop, wenn er bis 21 hat. Bis 21, vielleicht kriegen wir es hin. Boah, ich sehe aber gar nichts. Ich kann die Bäume nicht sehen. Ich gebe dir noch Zusatzlicht. Doppellicht. Ist überhaupt vom Wagen das Licht an? Nee. Oh! Alter! Oh! Es blendet. Merle! Verdammt, Merle! Irgendein Stein. Jetzt haben wir noch eine Minute, Merle. Eine Minute. Bis ans andere Ende der Karte. Ja. Ich sag dir, wir sollten lieber da zur Tanke rüber und gucken, ob wir für das Restgeld, was wir noch haben, für die letzten Groschen... Wir haben noch gar keine Groschen mehr. Wir haben noch ein paar Groschen. Ein paar Groschen haben wir noch. Ich glaube, wir haben noch so 3,50 Mark. Fahren wir zur Tanke. Schaffen wir niemals mehr zum Shop. Tanke war da oben. M. Ich weiß nicht, wohin. Oh. Wow, wow, wow. Hier, ja, hier hoch. Jetzt hier hoch. Tanke ist da oben. Oh, ich glaube, das hätten wir noch geschafft. Aber gut. Hier, links, links, links hoch. Ja, ich hab noch den Shop markiert. Hier geht's doch gar nicht hoch. Doch, da kommst du durch. Easy. Ja. Der Tanker hat doch eh keine Öffnungszeiten, oder? Egal, wir brauchen Sprit. Ich will nicht irgendwo stehen und dann, ja, sind wir am Po. Oh, her das Ding. Bisschen was kriegen wir noch rein, glaube ich. Entspann dich, Merle. Schaffen das. Okay, jetzt zack. Und? Der Balken wie viel haben hat sich wir? Überhaupt nicht bewegt. Wie, jetzt hat sich nicht bewegt? Sich nicht bewegt. Das war's schon, oder was? Mehr Geld haben wir nicht. Ja, ich will jetzt nicht alles rein. Ah, doch, ist voll, ist voll. Ja, ist erst, ist doch super. Erst einmal aussteigen. So, und jetzt gehen wir nach Hause und dann am nächsten Tag verkaufen wir unser Fleisch und versorgen die Tiere mit Nahrung. Damit alle überleben. Damit Kreis seine Lieblingskuh. Ja, ich hoffe. Ja, wenn nicht, müssen wir die notschlachten, ne? Also. Vielleicht auch noch die Milch verkaufen, das bisschen, was wir da haben, weißt du? Ich werde die morgen nochmal richtig rannehmen an den Zitzen. Alles rauspressen, was aus dem Hühnerleib und aus dem Rinderleib so rausgepresst werden kann. So, ab ins Zelt. Aus. Merle, willst du im Haus schlafen? Du hast doch Angst. Aber Zelt ist schön. Aber Merle, du hast heute wieder Bohnen gegessen. Merles Stinkies machen ihn glücklich. Okay, okay. Okay, warte. Wo ist denn der Eimer? Wo ist die Kuh? Ja, achso, willst du noch melken oder ja, was? Ja, ich melke die noch ab und nehme die Kanne mit. Boah, die Kuh ist ganz da unten. Ey, wir müssen die unbedingt einsperren. Ja, ja, aber wir müssen erstmal Futter haben für alle. Das ist viel wichtiger. Futter, die Tränke müssen wir bauen. Dann müssen wir hier gucken, ob wir hier vielleicht einen Trog oder sowas für die Kuh bauen können. Okay, warte, ich geh mal ran, ob was drin ist. Ja, die hat ein bisschen was. Muss Milch eigentlich so rosa sein? Ja. Dann ist es ein bisschen zu viel. Okay, die ist leer. Alles klar, ich habe noch ein bisschen Milch, aber die haut uns ab. Die Hühner legen halt auch kaum noch Eier. Ja, natürlich, die haben Depressionen. So. Okay, wir haben noch ein bisschen Milch. Schüttel sie. Du musst die Hühner leer schütteln. Wenn wir das Fleisch vielleicht ein bisschen anders legen. Ich kann das eigentlich aufheben. Boah, wir brauchen echt ein größeres Fahrzeug, du. Was hast du denn jetzt mit dem Fleisch noch? Achso, wegen der Kanne. Naja, ich will die Kanne noch mit drauf. Ey, scheiß da drauf, wir müssen uns beeilen, sonst verrecken die. Dann bringen wir halt die Milch später weg. Die Kanne ist ja noch nicht mal voll. Ah, kriegen wir nicht drauf. Gut, hopp. Ich will sie mal hier drüben hin, damit wir die Kanne nicht überfahren und dann let's go. Kann sie sich mit Regen mischen, wir strecken die Milch. Ein bisschen strecken ist in Ordnung. Bisschen Regenmilch.
Wir haben die ein bisschen gestreckt, weil unsere Milch ist zu voll, weißt du? Die ist viel zu voll. Oh, 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 oh. Das ist ja Vollmilch. She works hard for the money. Merle works hard for the money. Ja, Merle, du arbeitest sehr schwer für unser Geld. Merle macht Nose Stall mit Fahrzeug. Merle, wir müssen uns beeilen. Willst du haben, dass die Kuh stirbt, Merle? Merles einziger Freund. Ja. In Zeiten von wenig Liebe. Kuh ja. Macht Merle immer glücklich. Ja, das stimmt. Und du willst doch weiterhin mit der Kuh schmusen, oder nicht? Kuhschmu. Genau, Kuhschmu. Merle macht Kuhschmu eine Stunde am Tag. Danach Merle immer ganz müde und will rauchen. Okay, Merle, okay. Tabak von den eigenen Feldern von Großvater. So, jetzt schnell hier alles hin. Wir haben Fleisch, wir haben Fleisch. Fleisch ist so gut, riesige Brocken. Es gibt aber wahrscheinlich nicht wirklich viel Geld. Hast du ein Huni? Ein Huni-Schmuni? Aber wir brauchen mehr als ein Huni-Schmuni. Wir brauchen zwei Säcke Futter auf jeden Fall noch. Und wir müssen halt so schnell wie möglich die Kuh einsperren, weil die geht halt wirklich stiften. Die plant schon die Flucht. Die plant die Flucht, ey. Die olle Kuh. Ja, weil Liebe mit Merle halt auch sehr unschön ist. Musen. So. Alle drauf, oder? So, wir kriegen 315 Groschos. Oh, ist doch geil. Jetzt haben wir 325 Groschos. Jetzt holen wir erstmal Futter. Zwei Säcke Futter. So. Ja. Ey, das ist ja richtig Survival. Ja, ja. Zwei Säcke Futter. Was brauchen wir noch? Nichts. Erstmal nichts. Wir müssen erstmal hier die Sachen erweitern. So, retten wir eine Kuh. Save the cow. Wo müssen wir lang hier? Ja, und die Chickens auch, ne? Wir und ein Hahn steht auf dem großen Programm. Ja, aber die Chickens brauchen dann auch erstmal eine Tränke. Ja, wir brauchen so viel. Wir brauchen viel mehr. Wir müssen die Natur ausrotten. Ich sag's doch die ganze Zeit. Ja, die Frage ist, können wir zum Beispiel auch Holz verkaufen? Das vielleicht würde mich mal interessieren. Beim Bauhaus. Dass sie irgendwie sagen, alles klar, wir nehmen euch ein paar Latten ab. Ein paar stramme Latten können wir immer gebrauchen, Jungs. Hey Jungs, ihr kommt da unten von der Farm, hä? Ein paar stramme Lappen, Lacken, Latten. Oh Gott, ey. Oh Lavalatten. Lavalatten. Eine ordentliche Latte konnte man hier schon immer gebrauchen. Sind Sie die neuen Besitzer? Ihre Vorgänger haben auch schon immer ein paar stramme Latten mitgebracht. Nimm direkt hier einen Futtersack. So, warte mal, bevor wir den jetzt platzieren, ich guck mal, ob ich hier was bauen kann. Ja, 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 schau mal, ob du eine Tränke bauen kannst. Moment, wie geht das hier? Hier, warte. Futterkrippe kann ich hier hinsetzen, die kostet einen Huni. Ja, ja, mach die mal. So. So. Mehr geht nicht. Mit Futter? Ja, wahrscheinlich kannst du jetzt da Futter reinschütten erstmal nur. Ah ne, da ist auch Wasser hier drüben. Ja. Wie macht man das denn da rein? Na, an dem Rohr. Du musst an das Rohr gucken. Achso, warte. Ah. So, geil, Mann, geil. Das können wir auch hier zumachen, so. Und so beginnt es, die Diktatur. Eilaufende Hühner sind noch viel cooler. Ihr werdet unglücklich. Okay, warte mal, dann gucke ich mal, ob ich hier vielleicht auch so eine Tränke irgendwo hinbauen kann. Futtertrog. Ja. Da kann ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen... Okay, Wasser geht hier nicht. Doch hier, hier drüben ist Wasser. Nee, warte. Ach, ich wollte jetzt fast ausgeschüttet aus. Und hier ist Futter. Und jetzt müssen wir nur noch die Kuh irgendwie gefangen nehmen. Wir haben wir noch Geld für... Boah, 150. 150. Und dann hast du nur die große Tür. Ah, nee, die geht sogar, glaube ich, noch, oder? Haben wir noch genügend? Nee, nicht genug Geld. Soll ich mal... Ich wollte mal eben... Ich guck mal, ob ich Latten verkaufen kann. Nehm mal drei Latten mit. Und ich gehe mal jagen. Gucken, ob ich noch irgendwo was zum Weg... Obwohl... Also, du gehst jetzt rüber zum Baumarkt. Dann komme ich mit. Hab eh nichts zu tun. Na, ich kann Latten aber nicht ablegen. Echt nicht? Nö.
Dann wirklich erstmal nur Fleisch? Ich frag mich halt, wie viel ist die Milch wert? Aber wir sollten die Kuh mal wieder nach oben ziehen. Ich habe Angst, dass sie hier abhaut. Und wir müssen halt gucken, ob wir irgendwo noch einen Bären oder sowas finden. Ich sagte, wir brauchen Fleisch. Boah, das Vieh verhungert doch! Komm mit! Jetzt komm! Merl, warum ist die Kuh schon wieder so aufgewühlt und so klebrig am Fell? Kuh hat da Angst bei Gewitter. Dann Merl hat sie getröstet mit Pim Pim. Merl, wir haben darüber gesprochen. Kein Pim Pim bei der Kuh. Und lass doch die Hühner hier mal free. Kann man eigentlich einen Zaun drumherum bauen? Weiß ich nicht, aber freilaufende Hühner hat doch jeder auf dem Hof. Außer bei Kreis Industries. Ich glaube, wir brauchen dafür ein anderes Fahrzeug, wenn wir Holz vercheckern wollen. Man müsste die Kuh hier anbinden. Ich habe die Klappe geöffnet hinten. Jetzt geht's, glaube ich. Warte mal. Ich fahr mal los kurz. Fahr mal zum normalen Shop und guck mal, ob ich das da vercheckern kann. Was? Die Kuh geht direkt weg? Wie kann das sein? Hier ist doch Essen. Kuh. Kuh. Ne, die will direkt in die Freiheit. Die hat da voll keinen Bock drauf. Kuh will frei sein. Ne, wir müssen die wegsperren. Also wir müssen auf jeden Fall hier zumachen. Wir brauchen unbedingt mehr Geld, Merl. Ich fahre gerade zum Shop und schau mal, ob ich da Holz verkaufen kann. Das wäre interessant zu wissen. Ansonsten fahren wir nochmal zum Baumarkt oder so. Nee, ich glaube, das geht beim Laden nicht. Glaube ich nicht. Aber ja, probier's, aber ich glaub's nicht. Wenn, dann beim Baumarkt. Wenn überhaupt. Wir müssen testen. Ohne testen nicht die Besten. Ich mache mir voll Sorgen um die Kuh, weil die ist stark dehydriert. Wurde auch unsittlich berührt. Also wenn das mal wieder irgendwie Tierschutzorganisationen mitbekommen, wird kritisch. Hier, Kuh, trink doch! Du musst Wasser nehmen, Kuh, Wasser! Ein Dollar. Alter, es gibt einen Dollar nur für eine Latte? Eine Latte gibt einen Dollar. Ist das der derzeitige Lattenkurs? Das ist der Lattenkurs, ein Dollar. Dann nehme ich mal einen Stamm. Ich habe noch einen Stamm dabei. Sag mal, aus dem Lugli kommt da eigentlich unendlich viel Flüssigkeit? Ist das so ein magisches Lugli-Fass? Latte, Stamm geht gar nicht. Also Latte könnte ich verkaufen für einen Dollar. Da ist mal wieder Kot im Gehege. Wir brauchen Gockel. Tankstelle Ranch hier runter. So, ich habe erstmal die Hühnerkacke wieder weggemacht. Können wir die verkaufen? Hühnerkacke? Nee, die kannst du leider nur zum als Lotion nutzen. Mölls Speziallotion. Mölls Superlotion. Ich habe mich eingerieben. Wir müssen Tiere töten. Definitiv. Okay, okay. Wie du es sagst. Ich komme dir entgegen. Wir treffen uns beim Baumarkt. Oh, noch ein Bär. Bruder, ja, sehr gut. Bruder Bär. Ich bin tot. Was? Du bist bewusstlos. Liegst du da rum? Kann ich dich aufheben? Ich lieg da rum, das ist auf jeden Fall ein Bär. Lieg okay, ich lauf zu dir. Dauert nicht so lange. Alter, das sind zwei Bären übrigens. Vorsichtig. Ich wollte auf den einen Bären schießen. Auf einmal so kommt irgendwie Mama Bär und sagt, wer hat aus meinem Haferbrei gegessen? Das warst wohl du, Merl. Merl, nicht essen. Merl, aua. Jetzt Merl weinen und schreien. Merl, ich komme! Noch 190 Meter, Merl! Die Wälder sind gefährlich. Ich hab dir gesagt, die Tiere sind böse, Merl! Jo. Ich hab dich doch gewarnt! Mann, den Jungen kann man echt nicht alleine lassen. Merl! Großmutter hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen, Merl! Ich bin Merl! Hast du deine Feucht... Tücher dabei, Merl. Merl, trocken. Oh Gott, der ist auch noch trocken. Er hat doch gerade seine Amphibienphase. Wo bist du? Sind die Bären tot? Nein, nein, warte, warte. Hier sehe ich den ersten. Der erste ist tot. Boah, der ist auf einmal hinter mir gespawnt. Ja, ja. Oh mein Gott, das... Es sind drei Bären, es sind drei Bären. Oh nein. Oh
Okay, der nächste ist tot. Mal. Warte, warte, warte. Oh, das sind vier Bären. Es sind vier Bären. Was? Oh, großer Gott, Merle, was hast du getan? Fünf, es sind fünf Bären. Nein, es sind doch es sind fünf Bären. Wie kann ich dich wiederbeleben? Wie geht das? Da steht, wartet auf Wiederbelebung. Ah, warte, ich muss wahrscheinlich die Hand auswählen. Okay. Und dann Barsch zum Mund. Oh, Alter, guck mal, da hinten ist noch ein Bär. Ich habe jetzt drei getötet und da hinten ist noch ein Bär. Wo ist das ganze Fleisch? Hast du es gemerkt? Nee, ah, nee. Ja, ich habe die liegen die lassen. Die leben noch, okay. Nein, nein, also die liegen noch. Also hier, guck mal, aber hier hinten ist noch ein Bär am Leben. Es sind insgesamt fünf Bären. Drei habe ich getötet. Okay, fangen wir mal an. Da oben liegt einer. Soll ich schon mal Fleisch zur Sprache bringen? Fleisch? Ja, naja, klar, wir müssen jetzt loslegen. Ach, boah, Alter, gib das Brocken, du. Alter, das können wir gar nicht alles. Die Latten müssen weg, Merle. Ja gut, die kosten eh nur einen Dollar. Ein Dollar Latte. Ein Dollar Latte. Was redest du da, Merle? Dollar Latte. Ich hab eine Dollar Latte. Die haben dir nur einen Dollar gegeben, Merle. Dollar Latte. Ein richtiges Bärenfest, Junge. So. Ich wollte eigentlich nur zum Baumarkt. Ja, wie gesagt, da hinten ist noch ein Bär. Also es sind insgesamt fünf. Du hast eine ganze Familie ausgerottet. Ich hab die nicht ausgerottet. Naja, ich musste sie ausrotten, weil du deine Feuchttücher vergessen hast und trocken warst. Wir brauchen einen LKW. Brauchen wir wirklich? Was ist das da hinten denn für ein... Ey, was ist das für eine Ranch da? Ja, das ist die Konkurrenz. Ja, Konkurrenz. Die Konkurrenz, wegen denen gehen wir pleite. Ja, wegen denen gehen wir pleite, Merle, aber du wolltest hier noch Kekse backen. So, ist hier noch ein Bär? Da ist noch ein Bär. Nee, das ist ein Felsen. Hier ist noch ein Bär. Also vier Stück müssen es sein. Boah, das kriegen wir niemals alles hier auf. Nee, dann müssen wir später nochmal vorbeifahren hier. Dann müssten wir es vor die Tür der Ranch legen, damit wir es wieder finden. Wieso? Wir wissen doch, wo es ist. Denkst du, das kriegen wir hin? Kann man das markieren? Nee, aber du... Ja doch, klar, kannst du. Ich glaube, du kannst eine Markierung auf der Karte setzen, klar. Dann sollten wir es auf jeden Fall markieren. Da hinten rennt noch ein Bär. Was ist hier los, Merle? Alter. Dann kommt der Besitzer der Bärenfarm. Du, Leute, habt ihr meine Bären gesehen? Was habt ihr mit meinen Tieren gemacht, ihr verrückten Spinner? Das ist super viel Fleisch. Wir werden die Farm retten, Merle. Wir werden sie retten. Großmutters Geist wird erfreut sein. Was ist das denn? Hier ist noch mehr. Waren das jetzt alle Bären oder war hier noch einer irgendwo? Ich hab so ein bisschen die Übersicht verloren über die Massen an Tieren, die wir ermordet haben. Jetzt mal hier eine Markierung ungefähr, ne? So dass wir hier ungefähr die Straße wiederfinden. Mit offener Ladefläche haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? Ja, ein bisschen mehr geht drauf. Nicht hier noch am Rand? Nee. Nee. Nicht im Fußraum oder hier vorne drauf? Irgendwo hier geht was. Ajo, guck mal, ich kann die stapeln. Die stapeln. Ajo. Ja? Glitch. Glitchabudel. Ich kann nichts stapeln. Oh. Diese merkwürdigen Glitches, die du nutzt, kann ich nicht machen. Ich stapel Fleisch. So wie Großmutter es mir gezeigt hat. Hey, 19 Uhr, komm, wir fahren zum Shop, Junge. Ja, los, rein. Schnell! Wo ist der Shop? Rückwärts, ne? Die Straße wieder zurück. Genau, einfach wieder zurück und dann links, wenn du oben bist. Schnell, Merle! Schnell! Dann können wir nämlich noch die Kuh wegsperren. Echt einen Stall können wir dann machen. Geil, Mann. Und das Fleisch holen wir dann morgen, den Rest, oder? Naja, das holen wir dann. Da lassen wir noch ein paar Wölfe anlocken durchs Fleisch. Hey, hey. Merle macht wieder selbstgemachtes Napalm. Oh, oh. Ich steck fest.
Dann macht Merle wieder seinen speziellen Napalm. Wie Trockenfleisch halt, ne? Naja. Ich leg dir wieder alles hin. Achso, ja, warte. Sind große Hitboxen hier. Irgendwie schon, ne? Also man kann hier nicht gemeinsam rumgehen. Aber dafür kann man telepathisch sich das Fleisch in die Hand zaubern. Guck mal! Alter, ist das eine Menge Holz. Das muss schon 500, könnte ich mir vorstellen. 500er Wurst. Boah, geil. Schnell, schnell, schnell. Die machen gleich zu. Warte, hier ist noch was. Ein Brocken. Okay. Okay, das sind 385. Wir haben jetzt 451. Das bedeutet, wir können was bauen. Ab nach Hause, Merle. Wir können was bauen. Ich glaube, wir sind die besten Farmer der Welt. Ja. Die Bären hat der Himmel geschickt. Die Bären hat der Himmel geschickt. Dann haben die Engel geweint. Ich geh Bären sammeln. 500 Kilo Fleisch. Merle geht's. Bären sammeln. Das war heute das sogenannte Bärenpflücken. Bärenpflücken. Merle mag Bären pflücken. Wow! Bären! Einfach hier rein? Ne? Hier rein. Ne, hier rein. Die hier rein. Wir sind schon an der Ranch vorbei. Hä? Da oben leuchtet die Scheune. Hier ist doch unsere Ranch. Naja, wir sind eigentlich da oben. Da, wo ich renne. Oh ja. So, wir hauen jetzt schnell ins Zelt. Ich will aussteigen. Oh, geil, Mann. Und dann bauen wir noch ganz kurz einen Deckel vor die Farm. Dann können wir die Kuh endlich wegsperren. Aber ich habe jetzt auch keine Munition mehr. Wir müssen unbedingt Munition kaufen, das ist auch wichtig. Ja. Hast du die Kuh überfahren? Nein, die ist doch da. Was ist denn los mit der Kuh? Hä, sie läuft doch rum. Nein, sie schwebt. Oh, ich glaube, du hast die Kuh angefahren gestern Nacht. Aber dir geht's gut, ja. Trunken, gegessen. Endlich. Endlich ist die Kuh in Sicherheit. Oh, nice. Jetzt kann sie nicht mehr abhauen. Sie ist gefangen. Essen, trinken hat sie. Moment, ich kann hier noch ein bisschen rummelken. Bestimmt. Die hat doch bestimmt wieder ein bisschen was in den Zitzen drin. Wollen wir mal gucken, was dann Milch bringt, ne? So, Freunde, aber die Folge ist vorbei. Oh ja, Alter. Das war jetzt wieder ganz wild. Boah, die hat aber auch eine geschwollene Zitze. Da hat Merle wieder zu tief reingelangt. Boah, das ist richtig nice, das Spiel. Richtig gut. Richtig gut. Oh, die Kanne ist umgefallen. Mach voll die Kanne, wo bist du denn hin? Nö. Noch hier drin? Noch voll der Eimer. Eimer ist schön voll. Nimm mal mit den Eimer. Reinschütten die Kanne. Geil, ey. Hier rausgeklettert. So, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Eine Bewertung da lassen wäre sehr Gil Cola. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschö.